Rufus musste hier unbedingt rumschnüffeln. Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden. Mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. So, erstmal herzlich willkommen zurück. Und ich frage mich, woher er weiß, dass sie Goal heißt. Und ich frage mich, noch was, das habe ich gerade vergessen. Hey, Goal! Goal, aufwachen! Ach nee, das haben die doch gesagt. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Stimmt, wir haben sie ja vorhin mit ihr geredet. Beziehungsweise nicht wir, sondern die Leute da. Erstmal gehen wir wieder in den Saal. Türknopf. Okay, wo geht's hier hin? Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Okay, das heißt, man kann irgendwie zerplatzen. Hier geht's nur raus, ne? Ja. Okay, dann gehen wir wieder raus. Gehen wir mal zur Post. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Okay, mehr gibt's hier auch nicht zu holen. Können wir mit den dreien hier reden? Na, dann gehen wir mal. Jetzt gebe ich erstmal die Magnete wieder ab. Wo haben wir jetzt Magnete gefunden? Die können wir ja jetzt abgeben. Warte mal. Nein, danke. Ich bin im Dienst. Was nennst du Dienst? Na klar. Was dachtest du denn, was Dienst ist? Ich dachte immer, der Dienst sei so eine Art Kellergewölbe, in dem die arbeitende Bevölkerung Gartenzwerge aus Tofu bastelt. Nicht? Sowas? Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein Nuklear... Ja, oder okay, denkt denn niemand... Also brauchen wir die Magneten noch nicht hier, oder? Will Polly einen wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Dann eben nicht. Okay, scheiße. Hätte ich jetzt gedacht, dass er die bräuchte. So, dann gehen wir mal zu... Nehmen wir mal hier zu Tonis Hütte. Nee, da brauchen wir eigentlich hingehen. Warte, was haben wir eigentlich alles dabei? Vielleicht können wir mit dem Dartpfeil. Mit dem Dartpfeil vielleicht hier oben den Kasten auf. Da
Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Okay, nee, ist egal. Kann geht auch nicht, ne? Meine Anziehungskraft ist stärker. Gut, ist egal. Dann gehen wir mal weiter, was da noch so gibt. Hier ist noch die Notfallsäule. Oder die Notrufsäule. Achso, da geht der erst. Das ist schon. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Hallo. Okay. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Juckt also keinen. So, dann gehen wir mal in Wenzels Haus. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Das glaube ich auch. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Eine Wünschelrute. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Locker müssen wir unseren Vater irgendwann später suchen, oder finden wir ihn nochmal, wenn wir Deponia verlassen. Aber... Gut, das war's erstmal. Bis später. Genau. Wollt ihr jetzt mitnehmen? Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Können wir vielleicht mit dem Magneten die einziehen? Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Okay, schade. Was ist hier? Im Keller? Okay. Oh, schon wieder gegen das Mikrofon gekommen. Komm bald ein neues Stativ, kein Stimmer. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Okay, sonst ist ja auch nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Vielleicht können wir dann zur Dusche. Hier geht's noch ins Badezimmer. Ja, hier ist gar nichts. Hier ist Kaminofen. Da können wir bestimmt die Nummer verbrennen, oder? Das muss nicht gewartet werden. Achso, okay. ein Schwamm. Okay, den kann man bestimmt auch mitnehmen. Ah, vielleicht können wir den Schwamm mit Wasser vollsaugen. Und dann die Wünschelrute irgendwie, weil die auf Wasser reagiert. Ich weiß nicht. Dieses Schild hat mehr Beachtung. Ich meine, und sie trinkt. Meine Anziehungskraft. Okay, dann gehen wir wieder raus. Das mit dem Schwamm will ich gleich mal probieren. Hier ist ja auch sonst nichts. Okay, dann gehen wir... Tonis Laden. Okay, dann gehen wir erstmal zu Tonis Laden. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Mal gucken. Ach,
Sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Vielleicht können wir bei ihr Kaffee kaufen. Oder sowas. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Coupons? Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Ja, und die Post hat ja zu. Ich geflüchte ja. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Okay, das heißt, wir müssen uns verletzen und Geld bekommen. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Können wir hier irgendwie was mitnehmen? Nee. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Okay. Jetzt will ich mal hier unten hingehen. Warte mal. Hä? Hier komme ich zu Tonis Land. Hier komme ich zum Dorfzentrum. Achso, da kann ich direkt rein. Okay. So, jetzt will ich mal das mit dem Schwamm probieren, dass wir den irgendwie mit Wasser beladen können. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Okay, dann gehen wir mal hier in Tonis Hütte. Und was hat es mit der Feuerschote auf sich? So, nehmen wir mal den Schwamm. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Nee. Toni hat darin viel mehr Übung. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Autsch! Hat er den Schwamm da reingeworfen? Das ist ja heiß. Ach, jetzt ist er nass. Okay, jetzt ist der Schwamm nass. Jetzt können wir bestimmt mit die Route holen. Ich hab's jetzt schon rausgenommen, das habe ich gerade nicht gesehen. Aber jetzt können wir bestimmt hier die... Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Super, jetzt haben wir einen nassen Schwamm. Ja, was macht man denn mit einem nassen Schwamm? Ach, vielleicht einfach der ins Gesicht hauen hier. Goal heißt sie. Goal. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Das müssen wir mal überlegen. Der braucht sicherlich... Ach, der hat doch einen Kaffee. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Ja. Bis Kessel. Bald. Rufus, genau. Für diesen Kaffee. Ach,
Witzig. Ich habe genau so ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Haha, witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Das wäre ja auch schön dämlich. Die Teile findet man doch überall. Okay, jetzt machen wir erst in der nächsten Folge vor. Ich würde sagen, bis dann erstmal noch einen schönen Tag und dann rein. Tschüss.